So begann es um 20.04 Uhr bei helllichtem Tag hier in Glasgow. Das Flutlicht war zwar eingeschaltet, aber es hatte noch keine Wirkung. Die Schotten hatten die Seitenwahl gewonnen und Deutschland durfte anspielen. Und es war klar, dass sich die Schotten für den ziemlich heftigen Wirbelwind zu ihren Gunsten entschieden. Lawrence, der recht stämmig wirkende schottische Torhüter, Gerd Müller, Haller, Bremner, Law und Johnston gegen Hawkes. Horst Wolter. Sie sehen es, die Abstöße kamen nicht so weit. Das ist auf den Wind zurückzuführen. Noch nicht vorbei. Haller gegen Murdoch. Patzke, Haller, Beckenbauer, Fairs, Tackling, Johnston und Overath, Held, Vogt, wieder Overath. Und abseits. Johnston, der kleine Wieselblinke rechts außen, war zu früh auf den Pass von Murdoch gestartet. Die Schotten wirken etwas nervöser. Trotz dieser Überlegenheit in den ersten Minuten. Die Deutschen lässiger, sicherer. Held Haller. Und abseits. Eine gute Aktion, abgeschlossen von Gerd Müller im Nachsetzen. Aber abseits. Kein Foul. Johnston und Freistoß für die Schotten. Bremner und Johnston. Und da kommt Gemmel, der rechte Verteidiger. Er reklamiert die 10 Yards Entfernung. Held Overath. Haller. Eine sehr schnelle, aber etwas unkontrollierte Eröffnung der Schotten. Gefährliches Spiel. Jawohl. Von McKinnon, dem Mittelläufer, gegen Müller. Indirekter Freistoß. Haller. Fuchs. Overath. Bremner.
Bremner. Murdoch. Vorbei. Das war also nach jetzt genau 5 Minuten klar zu sehen. Die Schotten drängten auf eine sehr schnelle Führung. Die Deutschen selbstbewusster. Nicht immer aus der Ball. Bernd Dörfel. Foul von McCready. Und auch gepfiffen von Gardias der Ball. Nur noch 2 deutsche Abwehrspieler, nämlich Schnellinger bei Gilzin und Willi Schulz in der eigenen Hälfte zu diesem Zeitpunkt. Auch die Deutschen wollen ihr Recht, nämlich die 9,15 Meter. Patzke. Und beinahe Eigentor, erster Eckball für die deutsche Elf. Jawohl. Hält. Beckenbauer, Patzke. Und abseits. Nein, nicht abseits. Das ist eben die Stärke von Gerd Müller, der nicht aufgibt. Und der einfach weiterspielt. Es sah nach abseits aus, aber Schiedsrichter Gardiasser Ball war anderer Meinung. Auch diese seine Entscheidung ist in Ordnung, denn Gilzin hat Schnellinger klar festgehalten, wie Sie selbst gesehen haben. Murdoch. Steht bereit, da sehen Sie ihn links im Bild mit der Nummer 4. Wieder Murdoch. Dörfel, Patzke, Müller, Handspiel von Müller. Beckenbauer zu diesem Zeitpunkt sehr gut auf Dennis Law eingestellt. Overath. Haller. Nach rechts geht Müller, da ist er.
Vorteil. Und Murdoch Bremner. Das Mittelfeldgespann der anderen Seite, der Schotten. Das Wichtigste, es steht noch 0:0, meine Damen und Herren. Und gespielt sind genau 10 Minuten. Und die deutsche Elf hat überraschend gut begonnen. So, nun dürfen Sie sich erst einmal in Ihrem Sessel etwas zurücklegen und ich kann Ihnen guten Abend sagen. Wir sind spät, aber nicht zu spät. Und das, was Sie nicht gesehen haben in den ersten 10 Minuten, wiederholen wir für Sie oder geben wir Ihnen in der Halbzeit dieses Spieles. Die deutsche Elf sogar etwas selbstbewusster als die Schotten, die natürlich sofort stürmten und drängten. Aber die Deckungsarbeit in der deutschen Abwehr klappte bis jetzt hervorragend. Gerd Müller hatte sogar schon eine großartige Chance, aber er wurde aus einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Der deutschen Elf gelingt zu diesem Zeitpunkt das, was sie eigentlich vorhatte, nämlich gut über die ersten Anstürme der Schotten hinwegzukommen. Ich gebe Ihnen jetzt die Mannschaftsaufstellung noch einmal, die Sie zwar in der Zeitung gelesen haben, aber zu Ihrer zusätzlichen Orientierung auch die Rückennummern der deutschen Spieler, damit Sie nicht verwirrt sind. Wolter im Tor, das ist klar. Rechter Verteidiger Patzke mit der Nummer 6. Linker Verteidiger Vogts jetzt eben bei einer Intervention, die nicht gelungen ist, mit der Nummer 3. Klares Foul von Gemmel an Overath, aber Schiedsrichter Gariasa Ball ließ weiterspielen. Schnellinger Nummer 2 und Schulz Nummer 5. Johnston gegen Schulz, den Kapitän. Es gibt einen Abstoß und ich kann Ihnen ganz schnell die weitere Nummerierung sagen. In der Mittelreihe mit Nummer 8 Haller, Beckenbauer mit der Nummer 4 und Overath mit der Nummer 10. Im Angriff von rechts Dörfel die Nummer 7, Müller die 9 und Held am linken Flügel die Nummer 11. Deutsche Elf natürlich, das brauche ich nicht zu sagen. Weißes Hemd, schwarze Hosen. Schnellinger, Bernd Dörfel, Beckenbauer, Bremner, Paul von Overath. Entfernung zum deutschen Tor etwa 35 Meter. Den Ball zurechtgelegt hat sich mit der Nummer 8 Bremner, der Kapitän der Schotten, aber er wird nicht schießen, sondern wahrscheinlich Murdoch. Zum ersten Mal nimmt es Gardiasa Ball sehr genau. Sogar Gerd Müller war jetzt in diesem Moment mit in der Abwehr. Der schottische Druck wird in diesen Minuten etwas stärker. In den ersten 10 Minuten stand die deutsche Abwehr souveräner und versuchte recht erfolgreich, die Angriffe der Schotten schon im Mittelfeld abzuwehren. Bremner. Und Dennis Law, die gefürchteten Kopfbälle
von ihm und von Gilzin. Eckballverhältnis 1:1 und Lennox an der anderen Seite. Sehr guter Volta. Reklamation der Schotten und der Deutschen, Torabstoß. Ganz schnell die Schotten mit Lorenz im Tor, in der Verteidigung Nummer 2 Gemmel, Nummer 5 McKinnon, Nummer 6 Gregg, Nummer 3 McGrady, im Mittelfeld Murdoch Nummer 4 und Bremner Nummer 8. Rechts außen Johnston Nummer 7, Dennis Law Nummer 9, Gilzin Nummer 10 und Lennox 11. Law und Gilzin, Beckenbauer. Das sind die hohen Flankenwechsel und die Kopfbälle von Gilzin und Law. Foul des linken Verteidigers, aber Vorteil, Haller bleibt am Ball. Hält. Nein, kein Freistoß. Müller. Overath. Bernd Dörfel. Und Freistoß für die deutsche Elf. Wahrscheinlich erkennen Sie bei dieser etwas sehr totalen Einstellung noch nicht einmal die deutschen Spieler, deshalb sage ich sie Ihnen. Beckenbauer, Overath, Vogts, Beckenbauer, Patzke, sechste Station, Haller. Ein bisschen zu spektakulär dieser Fall, das hat keinen Zweck. Herrlicher Pass über 40 Meter von Vogt zu Held. Dennis Law holt sich die Bälle in der eigenen Hälfte. Murdoch. Walter muss aufpassen, denn sie sind nicht nur hervorragende Kopfballspezialisten, sie greifen auch an, wenn der Torhüter in der Luft ist. Das dürften sie eigentlich nach dem Reglement nicht, insbesondere nicht im 5-Meter-Raum. Walter hat sich glänzend geschlagen, aber er scheint mir leicht lädiert zu sein.
im Bild Gemmel, der rechte Verteidiger. Bernd Dörfel. Haller. Genau 21 Minuten sind gespielt, immer noch 0:0 und die deutsche Elf keineswegs so defensiv wie befürchtet. Im Gegenteil, wenn sie sich frei machen kann, wenn sie offensiv werden kann, dann tut sie das. Dass wir dazu ein paar Stationen mehr benötigen als die Schotten, mag Taktik sein, um das Tempo ein bisschen zu verzögern und den Ball in den eigenen Reihen zu halten, zumindest in der ersten halben Stunde. Dennis Law am Boden, aber er ist schon wieder auf. Der Hampton Park überraschenderweise nicht ausverkauft und die Anfeuerung auch nicht mehr so stark wie in den ersten 10 Minuten. Kein Foul von Beckenbauer gesehen, aber Law hat es sehr geschickt gemacht. Nun bin ich gespannt, wann Gardiazabal zum ersten Mal die Entfernung bei den Schotten abmisst. Es sind mehr als 10 Yards. Weit vorbei, das sah nur so aus, als wäre es wirklich gefährlich. Schnellinger. Patzke. Dörfel. Beckenbauer. Mit der großen Übersicht und der sehr flexiblen Einstellung zwischen Abwehr und Aufbau. Und Tor! Und Tor, nein, vorher gepfiffen, kein Tor. Wir haben uns zu früh gefreut. Abseitsposition von Müller. Ja, es wird seine Ordnung haben. Gardiazabal stand näher als wir, aber für mich war der Pass von Held ein Rückpass, der von der Torauslinie kam. Und ein solcher Rückpass hebt die Abseitsstellung bekanntlich auf. Aber immerhin, dieses Abseits und diese Abseitsentscheidung waren in Ordnung. Die eben jetzt gegebene Entscheidung meine ich damit. Sie können sich denken, dass sich die 7000 deutschen Schlachtenbummler nach diesem nicht gegebenen Tor bemerkbar machen. Patzke, Haller Dörfel, Overath. Murdoch Bremner. Und Willi Schulz. Oh.
dieses nun wieder ist nicht klar. Schotten nach 25 Minuten insgesamt jetzt noch ohne große Torchance, wenn man von den beiden hervorragenden Interventionen Wolters absieht. Aber ich fürchte um ihn, um den Braunschweiger. Denn er hinkt. Die deutschen Betreuer haben das auch festgestellt. Masseur Deuser auf dem Weg zu Wolter, aber Wolter sagt, das ist im Moment nicht nötig. Weiter, weiter, weiter. 110.000 fordern für so etwas einen Elfmeter. Held klar gesperrt von Gemmel. Klappt glänzend. Sie gesehen, Beckenbauer immer bei Law, wenn auch nicht ganz genau. Aber das kann er sich erlauben. Klar aufgestützt die Nummer 10 der Schotten. Routine gegen Routiniers. Einwurf selbstverständlich. Klare Kopfballattacke von Schnellinger. Und sonst nichts. Oh. Bleiben Sie ruhig, wenn Sie es können. Unsere Spieler sind es auch. Ich muss sagen, eine überragende Leistung von Schnellinger gegen Gilzin und von Beckenbauer gegen Law. Und auch von Willi Schulz in der Position des freien Mannes. Bernd Patzke schaltet sich drüben immer sehr geschickt ein. Vogts hat es schwer, dem ständig zurückweichenden Johnston zu folgen, aber alles in allem funktioniert das. Lennox. Abseits, abseits. Das hat wieder niemand gesehen. Lennox stand im Abseits. Zwar stand ein Deutscher bei ihm, aber der Torhüter fehlte. Es waren weniger als zwei deutsche Abwehrspieler. Na, es ist auch noch einmal so gut gegangen. Abseits, abseits, Mr. Galiasabal.
hält. Und Bremner, Murdoch. Aber nicht ungefährlich, diese Konterattacken der Deutschen. Schnellinger. Overath vielleicht etwas weniger auffällig, aber sehr wirkungsvoll. Oder Linienrichter im Feld. Oh, Missverständnis. Noch weiß jeder in der deutschen Abwehr, wo er hinzusprinten hat, wo er zu stehen hat. Wenn auch die Feldüberlegenheit der Schotten klar ist. Beckenbauer. Wieder Beckenbauer. Jetzt ist die deutsche Abwehr mit aufgerückt, muss mit zurückkommen. Bremner. Greg mit der Nummer 6 und Müller. Overall. Glänzend gemacht. Diese Übersicht und das Zusammenspiel. Klares Foul gegen Dörfel. Haller am Ball. Ah.
Aufpassen, aufpassen! Das kostet Nerven. Zweiter Eckball. Und noch 8,5 Minuten zu spielen in der ersten Hälfte. Das ist zweimal faul, aber klar erkannt diesmal. Wie Gilzin mit der Nummer 10, haben Sie es gesehen, von hinten kam und Schnellinger durch den 5-Meter-Raum schob. Müller nochmal, hält, wieder Müller, hält, er konnte nicht abspielen, der Bildausschnitt war zu klein, ich muss es Ihnen sagen, er musste es auf eigene Faust riskieren, denn im deutschen Innensturm war niemand da, nachdem Müller logischerweise noch etwas zurückhing. Bauer Overath, Doppelpass. Gleich 4 Mann sind um den Münchner. Freistoß. Unfaire Behinderung von Beckenbauer. Müller, Müller! Und das 6 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit. Ein typisches Müller-Tor. Nun hat er bereits in seinem 10. Länderspiel das 10. Tor geschossen. Das, was er eigentlich versprochen hat. Und er ist wohl in jedem Länderspiel tatsächlich nicht nur nach der Statistik für ein Tor gut. Schulz, Johnston, Bremner. Ich möchte sagen, dass die deutsche Elf zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt mit 1:0 in Führung gegangen ist. Vergessen wir nicht, dass die Schotten in den ersten 45 Minuten mit dem Wind im Rücken gespielt haben. Murdoch gegen Schulz, Overath. Patzke. Pfiffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Freistoß gegen die deutsche Elf geben soll.
Aber es gibt ihn, nur 3 Meter weiter nach außen versetzt. Bremner. Ja. Und Beckenbauer. Von Beckenbauer hinten. Rettet, gibt die Vorlagen. Wohl eins seiner stärksten Länderspiele bis jetzt. Aber das braucht man nicht zu sagen. Das hieße Wasser in die Isar zu schütten. Staufel. Nun, das, was ich gesagt habe, schon vor 20 Minuten, bahnt sich nun an. Sepp Maier, unser Reservetorhüter, zieht sich um. Auf alle Fälle wohl noch vor der Pause, denn Wolter hinkt. Er muss eine Prellung am rechten Oberschenkel erlitten haben. Bei einer harten Attacke von Gilzin, hart aber fair, in der Luft. Er hat sich dafür blendend geschlagen, der Braunschweiger. Und ich weiß nicht, ob es noch zu einem Torhüterwechsel kommt. Maier läuft sich warm hinter dem deutschen Tor. Inzwischen die Schotten mit Law, Bremner. Held. Eckball, jawohl. Dritter Eckball. Einen hat die deutsche Elf erzielt. Nach meiner Uhr jetzt genau noch 60 Sekunden. Und ich habe mitgestoppt, als Garde Asabal aus Spanien angepfiffen hat. Wesentliche Unterbrechungen hat es nicht gegeben, auch nicht in den ersten 10 Minuten. Braucht man nichts dazu zu sagen. Überragend hat sich der Braunschweiger in seinem 10. Länderspiel geschlagen, aber ich muss sagen, hat, weil ich wirklich annehme, dass er zur zweiten Halbzeit nicht mehr kommt. Erste Halbzeit ist nach meiner Uhr beendet, aber die gilt natürlich nicht. Garde Asabal schaut zur Uhr. Beckenbauer, wenn er am Ball ist, kommt das deutsche Spiel auch unter Kontrolle. Halbzeit im Hampden Park zu Glasgow. Und die deutsche Elf führt, naja, Sie sehen, Sie haben es miterlebt, mit 1:0. Und meine Damen und Herren, Sie können jetzt also in aller Ruhe sich die ersten 10 Minuten des Spiels anschauen, die wir für Sie aufgezeichnet haben. Und ich darf die Kölner Kollegen bitten, diese Aufzeichnung jetzt abzuspielen, damit wir nachher zum Beginn der zweiten Hälfte wieder rechtzeitig hier in Glasgow sind. Zurück nach Köln.
halten müssen, wird es schwer haben. Aber hoffen wir, dass alles gut geht. Diesmal, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, wie wichtig so etwas sein kann, dürfen Sie selbst die Zeit mitnehmen. Vergessen Sie es nicht. Das heißt, Sie können sie mitnehmen, wenn Sie wollen. Die Schotten jetzt gegen den Wind. Und die Frage erhebt sich, macht Müller Mexiko möglich, nachdem der kleine Münchner schon die entscheidenden Tore in Wien und gegen Zypern geschossen hat, hat er die deutsche Mannschaft nun hier mit 1:0 in Führung gebracht. Und wir wollen sehen, wie es nun in den zweiten 45 Minuten weitergeht. Ganz klar, auch für Sie zu Hause zu erkennen, eine unwahrscheinlich konzentrierte Leistung der deutschen Mannschaft mit großartiger Spieldisziplin und hervorragend in der Taktik eingestellt von Helmut Schön. Die Schotten, wie erwartet, brandgefährlich mit hohen Flügelwechseln, tempostark, das Mittelfeld beherrschen, aber das, was sie machen, doch ein bisschen zu durchsichtig, um unsere routinierte Hintermannschaft mit Schulz, Schnellinger, Patzke und Vogts durcheinander zu bringen in diesen ersten 45 Minuten. Aber Sie wissen, das nur als Zwischenbilanz. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, schon gar nicht in Glasgow. Patzke. Dörfel. Schneller als gerückt. McCready. Lennox. Murdoch. Bremner. Johnston. Meyers erste Aktion auf Kopfball von Law, das war er. Gemmel gestoppt, da drüben wäre die Bahn frei. Held. Ja, Müller. Overath. Haller. Patzke. Wieder Overath. Dörfel. Hält eine Möglichkeit. Dennis Law. McCraig. Das war richtig. Von Schulz. Vierter Eckball. Die Deutschen haben vier Mann, einschließlich Meyer, auf der Torlinie. Klares Foul an Haller. Greg.
So eine gelungene Parade wird Meier nun hoffentlich schon Sicherheit geben. Schulz, Overath, Haller. Johnston. Gemmel. Gefährliches Spiel von Schnellinger. Schwach von Overath, aber selbst noch einmal gerettet. Und Eckball, fünfter Eckball. Schotten reklamieren Hand. Kann es nie gewesen sein. Und wenn ein deutscher Spieler die Hand dazwischen hatte, dann kann es nur angeschossen gewesen sein aus dieser kurzen Entfernung. Der Linienrichter drüben hat auch schon angezeigt. Eckball. Einer der deutschen Spieler hier verletzt am Boden. Es ist Willi Schulz. Aber der bleibt nicht liegen. Gut gemacht von Meier zur Seite. Dörfel mit zurückgekommen. Aber hier ist keiner von den Deutschen. Gute Konterchancen. Aber ein kolossal starker Druck der Schotten. Ohne Tempoverringerung. Murdoch. Wieder Eckball. So, wer bringt jetzt Ruhe und Übersicht ins deutsche Spiel? Wer versteht es, den Ball zu halten? Wieder Müller. Das war nicht ungefährlich. Der schottische Torhüter musste gut 20 Meter aus seinem Tor. Torabschuss. Aber sicher ist das Spiel jetzt in einer ganz entscheidenden Phase. Entweder die im Augenblick überlastete deutsche Abwehr hält Stand, oder die Schotten kommen zum Ausgleich. Und dann wird natürlich ein ziemlicher Wirbel hier entstehen. Unfaires Tackling von Müller.
gegen McKinnon. Schnellinger Dörfel. Luft und Ruhe. Aber manchmal möchte man schon die Augen zumachen, wenn die Schotten flanken. Hält Müller. Freistoß für die deutsche Elf. Unsauberes Tackling von Gemmel. Er wird sogar ermahnt von Schiedsrichter Gadi Assabal. Aber ein sehr faires Spiel. Murdoch. Schnellinger gegen Gilzin. Und jetzt immer wieder, immer mehr Willi Schulz. Protest der Schotten gegen diesen Freistoß. Bremner, weit schon in der deutschen Hälfte, Johnston. Wird wieder Maß genommen von Gadi Assabal. Vorbei! Aber ein gewaltiger Schuss von Murdoch. Da ist er. Unwahrscheinlicher Einsatz der ganzen deutschen Mannschaft. Ist aber auch nötig. Allerdings ein oder zwei Spieler müssten schon an der Mittellinie verharren, damit wir wenigstens eine Konterchance haben. Es ist richtig, dass der Ball in den eigenen Reihen und quer gehalten wird, bis sich der Angriff neu formieren kann. Dörfel. Beckenbauer, Bremner. Immer weiter, immer weiter.
klar, dass die Schotten nervös werden bei dieser großen Feldüberlegenheit. Jede kritische Situation in unserem Strafraum bemängeln sie mit Handspiel oder Foul. Freistoß für die deutsche Elf. Bis jetzt eine absolut korrekte Schiedsrichterleistung von Garde Asabal. Und in diese Zwischenkritik für ihn muss ich dann natürlich auch seine Abseitsentscheidung mit einschließen. Aufgestützt. Nicht unterstellt von Müller, sondern Greg hatte sich aufgestützt. Jetzt vergeht die Zeit noch langsamer als in der ersten Halbzeit. Erst 15 Minuten sind gespielt. Unglaublich. Aus dieser Bedrängnis heraus. Oh, das darf er aber bei Müller nicht ein zweites Mal machen. McCready. Schulz wird sicher ermahnt, weil er den Ball zu weit weggeworfen hat. Aber dafür darf er einwerfen. Murdoch. Johnston. Aber es ist tatsächlich so, wenn einer überlaufen ist bei den Deutschen, ist sofort der zweite Abwehrspieler da. Und dieser unwahrscheinlich gefährliche Johnston am rechten Flügel, ein Dribbelkünstler, rennt sich am Ende doch immer wieder fest. Tatsächlich ein von beiden Seiten unwahrscheinlich temperamentvoll, fast leidenschaftlich geführtes Spiel. Jawohl, Ball war vorher im Aus. Schottland wirft ein. Und tauscht aus mit der Nummer 17, das ist Cook gegen Lennox. Sicher ein taktischer Austausch. Stimmt es mit 17, Cook? Cook im Spiel auf dem linken Flügel für Lennox. Jetzt Freistoß für die deutsche Elf. Völlig klar. Gilzin hat mit seiner verlängerten Rückseite, mit dem Rücken zum deutschen Tor stehen, den deutschen Abwehrspieler klar davongeschoben.
Dennis Law. Fuchs hält, Haller wieder hält, hat einen Gegenspieler und Müller ist da. Beckenbauer. Kein Zweifel, es ist zu einer reinen Abwehrschlacht der deutschen Elf geworden, dieses Spiel. Und man muss dankbar sein für jede Sekunde, in der Ball ins Aus geht und wieder zum Abstoß zurechtgelegt wird. Aber die deutsche Abwehr ist tatsächlich bis jetzt Extraklasse. Noch 24 Minuten müssen wir zittern. Johnston. Gemmel und Ball im Aus. Ball im Aus. Die ersten Buhrufe für die schottische Elf, gleich natürlich besonders massiv. Overath. Und Eckball. Zweiter Eckball. Vier deutsche Spieler gehen mit nach vorn. Außer Haller. Dörfel. Natürlich unwahrscheinlich geschickt gemacht. Dörfel, Haller, Müller natürlich vorn. In der zweiten Reihe Patzke, drüben Held. Da ist Patzke, Overath, Dörfel. Patzke. Oh. Und abseits. Wir sitzen näher auf dieser Seite. An dieser Entscheidung gibt es nicht den geringsten Zweifel. Freistoß, haben Sie es gesehen? Ich nicht. Ein bekannter deutscher Sportjournalist, Richard Kirn, hat geschrieben, Glasgow sei heute Abend sicher ein Derbych. Und er meinte es wohl, bezog es auf die leeren Straßen und Gassen. Aber ich muss sagen, es ist ein Hitchcock, dieses Spiel. Ja, Müller überlegen. So ist es. Aber vorbei.
Wahrscheinlich muss die deutsche Elf noch einmal austauschen. Nicht taktisch, sondern infolge Verletzung. Wolfgang Overath, den Sie nicht sehen, kniet an der Linie und wird zunächst einmal von Helmut Schön und von Horst Höttges betreut. Der Höffel ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass er mit zurück muss und die Aufgabe von Overath übernehmen muss. Denn die deutsche Equipe hat sich noch nicht entschlossen, endgültig auszutauschen. Da sehen Sie die Szene. Overath kommt wieder. Aber der Bremer Lorenz läuft sich auf der Aschenbahn warm. Patzke. Der gleiche Fehler. Held. Müller. Jetzt muss er schnell abspielen, sonst gibt es einen Abseits. Oder muss es allein versuchen. Gut gemacht. Und ich habe es ihm gesagt, ein zweites Mal darf er es nicht machen, der linke Verteidiger. Aber er hat noch einmal Glück gehabt. Das ist Cook am Ball. Müller hat sich wohl bei diesem allzu schnellen Antritt verletzt und wird hinter der Linie behandelt. Mein Gott, welche Dramatik. Overath verletzt, Müller verletzt. ...20 Fotografen um ihn herum lassen. Spiel, Spiel sein. Held drüben. Müller wieder auf den Beinen. Aber noch außerhalb, er muss außen bleiben. Hoffentlich sehen es die Deutschen und schlagen den Ball ins Aus. So ist gut. Müller muss von der Seitenlinie aus wieder ins Feld. Ist jetzt unmittelbar hier vor uns. Kann aber noch nicht ins Spiel eingreifen. Kommt jetzt ins Spiel. Und noch 16 Minuten. Meier. Sieben zu zwei das Eckballverhältnis für die Schotten. Lässig, so lässig von Gilsin, ruhig und gelassen gemacht von Meier. Ein Tackling, ein Duell zwischen Haller und Gilsin hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Sicher gibt es einen Freistoß für die schottische Elf. Haller stürzte über Gilsin noch, liegt dort auch am Boden, links im Bild, Gilsin rechts. Und Gardia Sabal hat eben schon angedeutet, dass er mindestens eine Minute nachspielen lässt.
Schulz hat jetzt sogar Held mit zurückgerufen. Aber die Mauer steht natürlich zu nah am Tatort. Achtung, die Nummer 17 steht frei in der halblinken Position. Murdoch vorbei. Ja, wer steht frei? Wer bietet sich an? Aber die Abstöße sind gut, sie gehen über die Mittellinie. Der Wind hat sich gelegt, da ist kein Bundesgenosse der Deutschen. Handspiel. Von Dörfel hat den Ball mit dem linken Oberarm mitgenommen, nicht mit der linken Hand. Aber der Arm zählt dazu. Murdoch. Müller. Aber das Spiel war vorher unterbrochen. Es gibt wahrscheinlich einen Einwurf für die Deutschen oder gar einen Freistoß dort drüben. Jawohl, die Attacke von Gimmel war unfair gegen Vogts. Oh. Oh. Dörfel, Müller, Haller. Held. Ein unwahrscheinliches Tempo, dass die Schotten gehen und die Deutschen es immer noch mithalten, das ist die Überraschung. Aber Nervosität, weil Wolfgang Oberath kaum noch auftreten kann. Das Spiel läuft im Augenblick an ihm vorbei, aber Helmut Schön wird um einen Austausch nicht herumkommen. Dann haben wir natürlich zwei Spieler wegen Verletzung ausgetauscht und wenn nun noch etwas passiert, ist das ganz schlecht. Handspiel. Austausch ist signalisiert mit Gardia Sabal. Wolfgang Oberath muss vom Feld. Max Lorenz kommt. Und noch 12 Minuten bis Buffalo. Innen. Vogts. Zu weit ausgeholt. Oh. Aber wer will kritisieren an diesem Abend, an diesem Spiel? Ganz gleich, wie es ausgeht. Wer will auch nur ein Wort gegen diese Leistung sagen? Haller.
Noch 9,5 Minuten normale Spielzeit. Halten Sie aus. Lorenz ist das mit der Nummer 14. Patzke. Wieder Lorenz. Aber das wird er nicht schaffen. Nein. Ja, der erste Ball lässt sich nichts vormachen. Er imponiert mir. Handspiel von der Nummer 17. Schulz gegen Greg Haller. Noch einmal Haller. Alle schottischen Feldspieler in unserer Hälfte. Achtung, das ist kritisch. Gemmel. Erholung für die deutsche Abwehr, für die deutsche Elf, für Sie. Und bitte haben Sie Verständnis auch für mich. Noch 7 Minuten. Eine unwahrscheinliche Leistung, eine physische Leistung, eine spielerische Glanzleistung. Und es ist klar, dass die Mannschaft von kleinen Schwächeanfällen oder einzelne Spieler auch nicht verschont bleiben. Schulz am Boden. Spiel wieder freigegeben wird mit Abstoß von Meier fortgesetzt. Immer zur Seite. Das ist gut. Es wird ruhiger auf den Ringen. Nur die deutschen Schlachtenbummler versuchen der Mannschaft klarzumachen, dass sie auch noch da sind. Aber es ist schwer, sehr schwer in diesen letzten Minuten. Murdoch. Noch einmal Murdoch. Jetzt kommt er zum Schuss.
Oh, der Hampden Park ist entfesselt. Murdoch war der Schütze des Ausgleichstores. Und noch 4,5 Minuten. Hoffentlich hält jetzt die deutsche Mannschaft und glaubt sich nicht um die Früchte ihrer Anstrengung gebracht, denn dieses 1:1 wäre auch nicht von Pappe. Aber seien wir ehrlich, es war fast vorauszusehen. Deutsch 11 lockert die Abwehr. Schnellinger. Und dann Beckenbauer. Oh. Ach, der Eckball. Freistoß. Für die deutsche Elf. McCready, der linke Verteidiger. Oh, alle stürmen. Bei den Schotten, alle verteidigen sie. Bei den Deutschen. Und vornweg Beckenbauer jetzt. Von der deutschen Reservespielerbank kommt das Zeichen. Noch 1 Minute. Ich glaube, das ist etwas verfrüht. Den Mut des spanischen Schiedsrichters Garde Azabal. Kompromisslos nach beiden Seiten. Lässt sich nichts vormachen. Ah, welch ein Einwurf! Normalerweise müsste das Spiel vorbei sein. Jetzt bin ich gespannt, ob Garde Azabal 1 oder 2 Minuten nachspielen lässt. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Nerven. Aber das war es vielleicht auch die letzten 45 Minuten. Freistoß für die Schotten. Oder nur Einwurf, jawohl. Aus, aus, aus!
meine Damen und Herren, 1:1. Wir brauchen nicht enttäuscht zu sein, obwohl das Ausgleichstor der Schotten lange auf sich warten ließ. Seien wir ehrlich, wir haben in der zweiten Halbzeit das Glück des Tüchtigen gehabt. Aber zu sagen, unsere Mannschaft sei nur tüchtig gewesen, das wäre eine Unterbewertung. Sie hat sich hier im Hampden Park von Glasgow großartig geschlagen in jeder Beziehung und über jedes Lob und über jeden Zweifel erhaben. Seien Sie Optimist, meine Damen und Herren, für das Rückspiel. Ich glaube, wir können es sein. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden aus dem Hampden Park und Ihnen einen schönen und jetzt vielleicht etwas geruhsameren Abend wünschen. Wir geben zurück nach Köln.